Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der ÜPOS und unserer Netzwerkpartner darf ich Sie sehr herzlich zu diesem kurzen Video-Update begrüßen. Griechenland im Blick, aber die politische Marktwirtschaft im Fokus soll das Thema für die nächsten Minuten sein. Der Grund liegt natürlich in den nicht enden wollenden Diskussionen und auch Einschätzungen zu dieser Thematik. Schuldenschnitt, ja oder nein? Einigung, ja oder nein? Immer wieder ist es 5 vor 12, dann 3 Minuten vor 12, jetzt mittlerweile wohl 30 Sekunden nach 12. Also wir können uns diesem Thema nicht entziehen und dementsprechend möchten wir die Vorgänge natürlich kurz für Sie einordnen. Damit man die aktuelle Situation besser verstehen kann, möchte ich gerne in der Vergangenheit beginnen. Sie sehen hier unten dargestellt natürlich auf der Rechtsachse die Jahreszahlen. Sie sehen, wir beginnen dementsprechend Anfang der 90er Jahre. Und auf der Hochachse sehen Sie die Renditen von Staatsanleihen verschiedener Länder abgetragen. Diese natürlich in Prozent. Und wenn wir am linken Rand der Skala starten, da sehen Sie den Normalfall. Der Normalfall bedeutet, dass der Kapitalmarkt, also diejenigen, die Kapital zur Verfügung stellen und in Form von Staatsanleihen Kredite vergeben, natürlich ganz genau schauen, hat derjenige, dem ich mein Geld leihe, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, aber auch den Willen, diese Kredite zurückzubezahlen. Und Sie können feststellen, dass die unterschiedlichen Länder unterschiedliche Renditen zahlen mussten, weil es war natürlich für jeden klar, die Länder in Europa, die haben natürlich unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, die haben einen unterschiedlichen Willen, auch zu ihren Schulden zu stehen und dementsprechend haben wir natürlich unterschiedliche Renditen für unterschiedliche Schuldner gesehen. Dann kam das Thema Euro und der Zinssozialismus hat begonnen. Sie können sehr schön feststellen, dass wir dann den Slogan hatten, eine Währung, eine Bonität. Auf einmal haben die Länder mehr oder weniger die gleichen Zinssätze gehabt. Also Deutschland hat genauso viel für seine Kredite bezahlt wie Griechenland, Spanien oder Italien. Und diese sehr niedrigen Zinsen, die natürlich besonders für die Länder der Peripherie historisch günstig waren, die haben natürlich dazu geführt, dass wir zum Beispiel in Griechenland einen extrem starken Wohlstand hatten, der gestiegen ist. Wir haben gesehen, dass obwohl Arbeitsplätze natürlich ins Ausland gegangen sind, weil natürlich auch in diese Phase die Globalisierung stärker an der Fahrt gewonnen hat, weil natürlich auch Arbeitsplätze gar nicht erst mehr in Europa entstanden sind oder sie sind eben abgewandert in die Schwellenländer nach Asien, nach Lateinamerika oder auch nach Osteuropa. Und diesen größeren Wettbewerb, dem konnten sich die Länder entziehen, weil man hat das kompensiert durch die niedrigen Zinsen und hat beispielsweise wegfallende Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft ersetzt durch einen überbordenden Beamtenstaat. Also, nichtsdestotrotz, das war eben diese Wohlstandsblase, die wir hatten, die natürlich aber viele als normal hingenommen haben. Dann kam dieser Realitätsschock im Fortfolgenden der Finanzkrise, wo es hieß, die bösen Märkte treiben die armen Staaten vor sich her. Naja, meines Erachtens war es lediglich eine Korrektur dessen, was vorher doch etwas zu sanftmütig war. Und danach kamen wieder die verschiedenen Interventionen, wo wir uns dann doch irgendwo von einer Währungsgemeinschaft tendenziell in eine Haftungsgemeinschaft und wahrscheinlich wohl auch in eine Transferunion hineinbewegen werden. Und Sie sehen es hier, ich habe mal den Pfeil schon mal in die Zukunft gemacht. Meines Erachtens politische Marktwirtschaft wird das Schlagwort sein, mit dem wir uns in den nächsten Jahren oder vielleicht auch sogar ein bis zwei Jahrzehnten beschäftigen werden. Was ist damit gemeint? Nun ja, beispielsweise am Fall Griechenlands festgemacht. Das Land hätte ja gar nicht in den Euro eintreten dürfen aufgrund seiner Wettbewerbsfähigkeit, sondern das war eine politische Entscheidung und genauso wird es wohl auch diesmal sein. Wenn man sich die harten Fakten betrachtet, hat Griechenland natürlich im Wettbewerb und ohne die Chance, seine eigene Währung abzuwerten, relativ wenig Möglichkeiten im globalen Wettbewerb zu bestehen, weil der Wettbewerb, der ist natürlich nicht nur gegenüber den anderen Ländern der Eurozone, sondern man befindet sich hier im Wettbewerb mit den aufstrebenden Ländern und auch den arbeitssuchenden Arbeitnehmern in den aufstrebenden Staaten, die natürlich bereit sind, die gleiche Arbeit für bedeutend weniger Geld zu tun. Deswegen, politische Marktwirtschaft, behalten Sie es mal im Hinterkopf als Schlagwort, weil ich glaube auch die Griechenland-Rettung, so wie wir es vielleicht in einigen Wochen wieder in den Medien hören, wird genau das wieder sein. Wirtschaftlich macht das keinen Sinn, aber es ist politisch gewollt. Deswegen, wenn Sie nur mit wirtschaftlichem Sachverstand an die Sache rangehen, dann werden Sie häufiger überrascht sein.
In der Konsequenz sehen Sie auch hier nochmal den Grund hier in Orange dargestellt, das Wirtschaftswachstum in Griechenland seit dem Jahr 2008. Und Sie sehen, einige Länder in der Eurozone, die liegen zwar noch unter ihrem Stand von vor der Krise, aber die haben sich ein bisschen erholt oder laufen zumindest mal seitwärts mit leicht positiver Tendenz. Aber Griechenland, da haben wir noch ein ordentliches Delta natürlich auch zum Rest. Und wenn Sie natürlich keine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit haben, weil Ihnen das einfach weggebrochen ist, dann haben Sie natürlich auch weniger Steuereinnahmen, dann ist das Sozialsystem unterfinanziert. Da haben Sie natürlich viele, viele Probleme und dementsprechend natürlich auch hier die Situation zu erklären. Das schlägt sich natürlich auch im Arbeitsmarkt nieder. Sie sehen hier mal die Arbeitslosigkeit dargestellt für verschiedene Altersgruppen und es ist doch sehr deutlich zu sehen, dass besonders die junge Generation sehr hohe Arbeitslosenquoten aufweist. Also hier oben in Blau die 15- bis 24-Jährigen, dann die 25- bis 34-Jährigen, dann die 35- bis 44-Jährigen. Also Sie sehen tendenziell, je jünger die Leute sind, desto höher ist die Arbeitslosenquote und das führt natürlich zu gesellschaftspolitischem Sprengstoff. Das führt natürlich dazu, dass wir natürlich auch Druck bei den Wahlen natürlich haben. Und wenn Sie sich mal den Wahlkalender anschauen, auch für die Eurozone, dann können wir doch feststellen, dass natürlich das Thema Wahlen und auch hier der Ausdruck dessen, dass man natürlich mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht zufrieden ist, der findet natürlich wohl auch seinen Niederschlag darin, dass natürlich hier Parteien in die Regierungsbildung oder in die Opposition einbezogen werden, die bisher keine große Rolle spielen. Also dieses Thema Umverteilung wird eine große Rolle spielen und daher auch dieses Thema politische Marktwirtschaft, das wird uns in den nächsten Jahren begleiten, weil natürlich auch die Griechenland-Thematik, selbst wenn sie jetzt nochmal das Thema nach vorne bringen und nochmal die Probleme nochmal vertagen und wie gesagt, bis zu Ende 2015 sind noch einige Zahlungen fällig und wenn vielleicht der Internationale Währungsfonds einen Teil seiner Schulden zurückbekommt, dann bleibt ihm ein bisschen mehr beim europäischen Stabilitätsmechanismus oder der EZB hängen, also quasi hier nur eine Umverteilung bei den Gläubigern, aber das ändert natürlich nichts daran, dass die Schuldenproblematik noch ganz stark vorhanden ist. Deswegen eine ganz gewagte Prognose an dieser Stelle: Die ausstehenden Schulden sind unbezahlbar. Also der Slogan eines bekannten Kreditkartenanbieters, der ist hier mit Sicherheit auch sinnvoll anzuwenden. Das heißt natürlich auch, dass der Schuldenschnitt unausweichlich ist. Die Frage ist lediglich, wann findet er statt, in welchem Umfang findet er statt, was ist denn das Niveau an Staatsverschuldung, was man Griechenland zumuten kann. Und es wird natürlich fraglich sein, wie man das verpackt, sodass es die Wahlbevölkerung in den sogenannten Geberländern möglichst verträglich serviert bekommt. Aber am Ende des Tages, wer die Grundrechenarten beherrscht, dem ist schon seit einigen Jahren klar, dass das natürlich so, wie es jetzt ist, in Griechenland nicht funktionieren kann. Und ob und inwieweit das dann noch mit einem Austritt aus dem Euro kombiniert wird, auch das kann Ihnen niemand vorhersagen. Und deswegen an dieser Stelle sollten wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, das Risiko letztendlich darin besteht, dass wir eine Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein gewisser Fall eintritt und wie groß ist das Ausmaß des Schadens, das hier letztendlich entsteht. Und da momentan hier natürlich den Marktteilnehmer einerseits sowohl die Eintrittswahrscheinlichkeit fehlt, was den Schuldenschnitt oder auch einen möglichen Austritt Griechenlands betrifft, als auch das Ausmaß, weil man hier sich nicht ganz klar ist, was kostet es denn die jeweiligen Länder? Zum Beispiel gibt es Zahlen, die gehen für Deutschland davon aus, dass ein Austritt Griechenlands rund 100 Milliarden kosten würde, vielleicht sogar noch mehr. Also ganz, ganz problematisch natürlich, das hier zu schätzen und dieses Risiko dementsprechend in der Kombination mit den verschiedenen Annahmen führt natürlich dazu, dass wir doch auch mal stärkere Bewegungen an den Märkten für Anleihen, Aktien und natürlich auch am Währungsmarkt haben, weil die Marktteilnehmer hier natürlich versuchen zu schätzen, wie ist denn eigentlich die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine Einigung oder für doch einen Austritt und wie ist denn das Ausmaß des Schadens? Und hier muss man ganz klar sagen, was das Ausmaß betrifft, da wurde doch schon sehr, sehr viel vom privaten auf den öffentlichen Sektor verschoben. Aber auch hier könnte es natürlich zu Nachschusszahlungen verschiedener Länder kommen, die wiederum deren Haushalte stressen könnten. Also diese politische Thematik, die wird uns die nächsten Jahre begleiten und deswegen auch politische Marktwirtschaft an dieser Stelle. Was ist daraus jetzt an Schlussfolgerungen zu tun? Was muss der Anleger nun tun? Meine Damen und Herren, das Gleiche wie immer. Worum geht's? Risikobereitschaft. Die Frage darf ja nicht sein, warum können Aktien 10, 15 oder 20% fallen, sondern die Frage muss ja sein, naja, wenn der Aktienmarkt um 20% fällt, passt es zu meiner Risikobereitschaft, passt es zu meinem Anlagehorizont?
Und bin ich damit in Ordnung? In der Konsequenz führt das natürlich dazu, dass man seine Depotstruktur überprüfen muss. Haben Sie hier gegebenenfalls zu viel Anleihen aus der Europeripherie, zum Beispiel in Investmentfonds oder Indexfonds? Haben Sie vielleicht noch Papiere von Banken aus der Europeripherie? Welche Probleme könnten da sein? Also es macht einfach Sinn, seine Depotstruktur unter diesem Blickwinkel mal zu analysieren. Klumpenrisiken, die sind natürlich zu identifizieren in der Vermögensstruktur. Bin ich nur im Euro investiert oder habe ich auch ein paar Fremdwährungen? Hier gilt natürlich auch, die Dosis macht das Gift. Habe ich vielleicht das Problem, dass ich Forderungen habe gegen die verschiedenen Finanzmarktteilnehmer, die wiederum ihrerseits Forderungen haben, natürlich gegen Schuldner, die vielleicht etwas wackelig erscheinen. Also hier gilt es, die eigene Vermögensstruktur und auch das Depot mal auf Klumpenrisiken zu analysieren. Und das heißt natürlich vor allem auch Herleitung einer sauberen Anlagestrategie, zum Beispiel für die Ruhestandsplanung, weil wir haben ja das Thema Vermögensaufbau ohne Zinsen mit den Implikationen für Versicherungen, Versorgungswerke. Wir haben das Thema Finanzplanung insgesamt, wo wir doch verschiedene Themen haben, von der Liquiditätsplanung bis hin zur erbschaftssteuerlichen Betrachtung, auch da ja immer mal wieder Reformen, die gewisse Auswirkungen haben. Und letztendlich, das sollten wir nicht vergessen, Leben genießen, wir leben alle nur einmal. Deswegen an dieser Stelle machen Sie sich nicht zu sehr verrückt. Das Thema Griechenland wird uns noch Monate, wenn nicht sogar Jahre begleiten. Und wenn Sie da jedes Mal alles auf den Kopf stellen und sich von jedem Pressebericht und jeder Fernsehdiskussion verrückt machen lassen, dann geht das, glaube ich, sehr, sehr stark auf das Thema Lebensqualität. Und daher macht es Sinn, sich einmal vernünftig damit zu beschäftigen, die Folgen zu eruieren und dann für sich persönlich die Schlüsse daraus zu ziehen. Ansonsten, wie immer gilt natürlich, Kommentare und Fragen können Sie jederzeit an Ihren Ansprechpartner aus unserem Netzwerk richten, der Ihnen ja auch das Video hier zur Verfügung gestellt hat. Oder sofern Sie das Video eben im Internet oder auf unserer Webseite gesehen haben, können Sie natürlich Ihre Fragen und Anregungen auch gerne an uns richten oder eben auch gerne an mich persönlich. Die Kontaktdaten sind ja leicht zu finden. Ja, meine Damen und Herren, das war's von meiner Seite. Ein spannendes Wochenende steht uns bevor. Lassen Sie sich nicht zu sehr verrückt machen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.